Es ist Pfingstmontag, der Heimattag ist gerade zu Ende gegangen. Bei mir ist Dr. Schmidt, der Rechtsreferent des Verbandes der Sybenbürger Sachsen. Und ich würde gern von dir wissen, was das Besondere an diesem Heimattag für dich war. Lieben herzlichen Dank, Robert Sonnleitner. Es ist natürlich ein sehr umfassender und sehr schöner Heimattag im Allgemeinen gewesen. Ich erlaube mir vielleicht eher zu meiner Kompetenz was zu sagen. Zum Rest hat ja zum Beispiel auch der Bundesvorsitzende Dr. Bernd Fabricius eines gesagt. Vielleicht sagt er noch ein Schlusswort. Ich nehme Bezug auf die Podiumsdiskussion, die ja aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums des Bundesvertriebenengesetzes punktgenau am 19. Mai 1953 wurde dieses Gesetz geschaffen. Es fußt praktisch in Artikel 116 des Grundgesetzes, wo drin steht, dass Deutsche nicht nur die deutschen Staatsangehörigen, sondern auch Volkszugehörige sind, deutsche Volkszugehörige. Und Näheres regelt ein Bundesgesetz, ein Gesetz. So kam das Bundesvertriebenengesetz zustande. Und diese Podiumsdiskussion, die hatte natürlich zum Anlass, wie auch das Motto des Heimattages ist, die Danksagung. Es ist ein Dank, wir hatten alle die Möglichkeit, auch aufgrund dieses Gesetzes zuzuziehen, aber es wurden auch Verpflichtungen aufgezeigt. Und ich als Rechtsreferent habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch auf kritische Aspekte in dem ganzen Gesetzgebungsverfahren und der Anwendung hinzuweisen. In Ordnung, das hast mir jetzt schon einiges vorweggenommen. Das wäre dann meine nächste Frage gewesen, ob du dieses BVFG für uns erklären kannst. Ja, das schafft an und für sich den Rahmen und schaffte den Rahmen zunächst einmal des Zuzuges in das Bundesgebiet. In zweiter Reihe dann die Anerkennung als Deutscher mit den gesamten Rechten und Pflichten. Und man kann sagen, dass bis 1990, wo in ganz Europa die ganzen Umwälzungen begannen und auch natürlich große Massenbewegungen, war es ganz einfach so, dass grundsätzlich man laut der Rechtsprechung zu diesem Gesetz einen Vertreibungsdruck, ein Kriegsfolgeschicksal vermutet hat. Das heißt, man musste darlegen, dass man Deutscher ist von der Abstammung her, dass man deutsch erzogen wurde, deutsch geprägt wurde. Das war bei den Sybenbürger Sachsen nie ein Problem. Aber auch, dass man kollektiv unter dieser Vertreibungsdruck, also dem Kriegsfolgeschicksal, gelitten hat. Das heißt, dass man als Folge der blöden Ereignisse in Reichsdeutschland gewissermaßen kollektiv zu leiden hatte, ohne dass man eine persönliche Schuld getragen hat. Das war der Grundmechanismus des Gesetzes. Leider gab es dann Änderungen 1990 mit dem Aufnahmegesetz. Man fing an, das geregelt durchzuführen. Ende 92 wurde dann das umgedreht. Man musste persönlich glaubhaft machen, Nachteile als Deutsche in Rumänien zu haben. Und das war dann sehr schwierig. Bis 1998 löste man es dann über die persönliche Vereinsamung und, und. Das waren so gewissermaßen Anerkennungsvoraussetzungen. Ja, und dann gab es noch andere Probleme während der Jahre, die hinzukamen. Ja, du hast es ja schon angesprochen, der Zuzug unserer Landsleute aus Siebenbürgen nach Deutschland. Damit bist du ja beschäftigt, oder wie viele Jahre warst du damit beschäftigt. Ist das noch heute ein Thema? Kaum noch. Jedenfalls sind mir in den letzten Jahren kaum noch Verfahren bekannt geworden, wo offiziell Anträge gestellt worden sind. Zuständig ist ja das Bundesverwaltungsamt, beziehungsweise wo was abgelehnt worden ist. Wo ich immer wieder allerdings von Schicksalen was mitbekomme, das sind diejenigen, die sich auf die Aussagen der deutschen Politiker verlassen haben. Ihr könnt als Brückenbauer zurückbleiben, wir nehmen euch immer auf. Und jetzt hohen Alters sind, zurückgeblieben sind in Siebenbürgen, der große Anteil der Verwandten leben hier. Die haben kaum Möglichkeiten noch als Deutsche, wenn sie früher sich diese Aufnahmebescheide nicht gesichert haben, zuzuziehen, weil sie eben heutzutage kaum nachweisen können, dass sie in Rumänien benachteiligt sind, weil sie Deutsche sind. Da gibt es ein Instrumentarium im Europarecht, im Ausländerrecht, neu gesprochen Aufenthaltsgesetz, aber das gestaltet sich sehr, sehr schwierig. Da wäre noch
ein Bedarf da, wo man sagen könnte, für diesen kleinen Personenkreis könnte man im vertriebenen rechtlichen Gesamtkontext noch eine Lösung suchen und mit Sicherheit auch finden. Wie sieht die Zukunft dieses Gesetzes aus? Hat das überhaupt noch Zukunft? Also Zukunft hat ein Gesetz immer dann, wenn es entsprechende Verpflichtungen gibt, die das Gesetz bzw. von den grundgesetzlichen Aufgaben zu erfüllen hat. Da verweise ich zum Beispiel nur auf Paragraph 96 hin. Das ist die Pflege der Kultur, sowohl hier als auch drüben. Also da gibt es eine ganze Menge. Und solange Deutsche in anderen Ländern leben, sprechen ja diesbezüglich, sollten wir nicht nur für unsere Landsleute sprechen, sondern auch für Schwesterminderheiten, wenn ich an die Deutschen aus Russland denke oder so. Die haben ja vielleicht sogar noch ein schwieriges Kriegsfolgenschicksal erlitten, was Kultur, Tradition, Spracheinschränkungen anbelangt. Da gibt es noch sehr viele getrennte Familien und Zuzugswillige, wo es auch noch viel zu tun gibt. Also auf jeden Fall gibt es noch eine Berechtigung für das Vertriebenengesetz. Abschließende Frage. Wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest zu dieser Podiumsdiskussion, wie würde die ausfallen? Es ist alles, was zu sagen war, gesagt worden. Und es sind auch konkrete Anregungen an den verantwortlichen Politiker, den Aussiedlerbeauftragten, formuliert und mitgegeben worden, sodass es weiterhin lohnt, im Gespräch zu bleiben und auch mal nachzufassen, was ist machbar bzw. was ist aus diesen Wünschen geworden. Vielen Dank, Herr Schmidt. Ich danke auch.